Eine Stunde später, während sich Dani für das nächste Shooting umgezogen hat, hat Marius mit dem Team schon mal das Foto besprochen. Dani, da bin ich. Super, sehr schön. Die Jacke sieht super aus, steht hier, passt alles. Sitzt. Dankeschön. Sehr schön. Dani, die Victoria. Hallo. Die Hallo. Macht dir jetzt deine Haare, ja? Damit wir hier ein bisschen Ähnlichkeit reinkriegen. Okay, deswegen bitte ich dich, dass du dich schon mal dahin setzt. Alles klar, mach ich. Attribute von Pane ist ja richtig Hammer. Aber Attribute von Sahne wird noch viel geiler. Sind gleich fertig, sieht schon richtig gut aus. Machst du das eigentlich zum ersten Mal? Nein, das mache ich schon seit 3 Jahren. Oh, diese Strähne hier. Ja, ich befestige das Ganze jetzt noch. Jetzt rutscht das Ding schon wieder. Moment, ich befestige das jetzt. Au, das war mein Kopf. Ja, Dani hat sich wieder so angestellt, die hat nur einen Zopf bekommen und stellt sich jetzt vor, als wäre sie irgendwo, was Gott, wie eine Diva oder so. Au, das zieht voll. Ich bin doch schon fertig, jetzt hör auf. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So. Die Maske heute war ja so richtig komisch. Die hat mir so richtig an den Haaren gezupft. Dani, aus Tribute von Panem. Da machen wir heute Tribute von Sanem. Ja? Oh, wow, okay. Wir haben was ganz Großes vor mit dir. Deswegen überreiche ich dir jetzt als erstes unsere Produkte, die Sahnedosen. Den Deckel machen wir mal ab, damit ich dir auch zeigen kann, wie ich mir das vorstelle. Okay. Die spannst du am besten hier hinten ein. Ja, klappt das schon mal gut. Ja. Ich möchte gerne, dass man unser Produkt gut lesen kann, das Zeichen, ja? Mhm. So, richtig, einfach sehr schön. Lassen. Einfach flutschen lassen. Okay, krieg schon irgendwie hin. Gut. So, dann Dirk, Victoria, danke euch schon mal. Dann legen wir jetzt los. Dann komm mal mit mir, bitte. Dani gibt in ihrer Rolle als Katniss alles. Doch sie kann die Spannung des Bogens nicht lange halten. Dem Team fliegen die Sprühsahne-Dosen um die Füße. So, hier, noch eine. Dani, das ist gefährlich. Aufpasst. Trotz mehrfacher Ermahnung durch Marius schafft es Dani einfach nicht, die Dosen richtig festzuhalten. Dem Marketingchef wird das zu heikel. Ja? So, ich würde sagen, an dieser Stelle brechen wir ab. Haben wir ein schönes Bild dabei? Ja, zeig mal. Ja, das sieht gut aus, ja? Perfekt. Vielen Dank euch beiden. Kannst du mir einen Gefallen tun, Victoria, hier mal im Klarschiff machen, dass wir hier alles sauber haben? Ach, das kann ich auch gleich machen, kein Problem. Willst du das machen? Ja, sicher, das mache ich. Dann mach du das. Dani, geh du dann danach bitte in die Garderobe und zieh dich um fürs nächste Shooting. Mach ich. Und euch beiden vielen Dank. Okay. Und wir beide, du kannst mit mir kommen, wir schauen uns das mit Google an, ja? Die Dosen sollten eigentlich in den Müll, aber nicht mit der Sahnekönigin. Die wertvollen Tuben werden eingesammelt und gesichert. Dass sie bereits angebrochen sind und im Dreck lagen, stört die Sahnesüchtige kein bisschen. Ich kann das überhaupt nicht mit ansehen, wenn man Sahne wegwirft. Da muss sie mich einfach dazwischen werfen. Eine Stunde später. Maskenbildnerin Victoria hat mit der Maske ein wahres Wunder vollbracht und aus Dani eine Außerirdische aus dem Film Avatar gemacht. Auch Dirk soll wieder dabei sein, aber das passt ihm überhaupt nicht. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Dirk, das sieht super aus, glaub mir. Toll. Ja? So, Victoria, vielen Dank, das sieht super aus. Mhm. Wenn ich dich gleich nochmal brauche, melde ich mich bei dir, ja? Alles klar, okay. So, Philipp, stell du dich schon mal hier hin, dass du auf deiner Position bist, genau. Das Shooting Avatar, Aufbruch nach Sandora, das ist mein Lieblingsmotiv und da hat die Dani auch wirklich gut ausgesehen. Lasst mich mal einmal zwischen euch, dann zeige ich euch noch einmal, wie ich mir das Ganze vorstelle hier auf dem Bild. Okay. Dani, du bist hier vorne, ein bisschen stehst im Vordergrund, Dirk, zentral dahinter und hier, nimm deine Hand bitte und stell die Sahne so drauf, ja? Dass du die so präsentierst. Kannst du ruhig festhalten, okay, dass wir das so hinkriegen, okay? Okay? So, du bleibst bitte so stehen, Dirk, hier hinter, wenn das möglich ist. So, dann würde ich jetzt nur noch sagen, und Action! Sehr schön, gefällt mir gut. Ja. Dirk, vielleicht auch von dir ein kleines Lächeln noch. Kannst du vergessen. Mach, was du sagst. Philipp, ich denke, haben wir eins? Ja. Haben wir ein schönes Bild? Gut. Ui. Dani, du behältst erstmal bitte noch einmal die Flasche und Dirk, du bist fertig. Du darfst einmal hier Platz nehmen.
So, Dani, jetzt zu dir. Zwar habe ich eine Überraschung. Wichtig ist, hock dich so hin, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Und du darfst auch gerne mal probieren gleich, wenn du magst, ja? Das wäre mir nämlich ganz wichtig, dass wir das noch mal hinkriegen. So irgendwie? Das ja, ich schau mal einmal von vorne. Gut, die Haare sind jetzt im Gesicht. Ja. Ja. Die müsstest du doch, vielleicht Philipp? Irgendwie... Ja, passt alles. Passt alles? Dann viel Spaß. Dann legt mal los, ihr beiden. Sieht leicht durchgefroren, glaube ich, aus. So, mach noch zwei, drei Bilder so schnell. Perfekt. Dani, dann darf ich dir einmal hochhelfen. Ja, bitte. Danke sehr. Die Sahneflasche darfst du mir geben. Okay. Dani, du darfst dich umziehen. Wir sehen uns morgen dann im Studio wieder, okay? Alles klar. So, wir gucken uns die Bilder an. Ja? Ja? Ja. Danke, Dirk. Ja. Und dann komm du am besten mal einmal mit mir, ja? Ich mach doch mal eben ein Erinnerungsbild. Ew, da ist irgendwie die Flasche ausgelaufen oder sowas. Ist ja eklig. Egal. Die wird nicht selber schlecht dabei, wa? Nein, nur die Haare sind eklig. Als sie angefangen hat, die Sachen aus der Tasche reihenweise abzulecken, damit sie die Sahne nicht verschwendet, habe ich gedacht, ich müsste sie gleich abholen lassen. Am nächsten Morgen. Das Shooting war so anstrengend, dass die Sahne-Liebhaberin ein kleines Wellness-Programm braucht. Das ist mein Sahne-Fußbad, was ich jetzt machen werde. Hä? Ja, ist das so. Was? Und das machst du jetzt hier, oder was? Das ist so eklig. Ich weiß gar nicht, warum Dirk das so ekelhaft findet. Sahne ist so gut für die Haut. Kannst du es ja auch mal ausprobieren. Nee, muss ich nicht. Die Alte kam mir da irgendwie mit einer Wanne mit einem angeblichen Sahnefußbad entgegen. Hatte da irgendwie Sahne reingekippt. Zum Schluss haute sie dann noch zwei, drei Dosen von ihrem komischen Suchti-Zeug da rein. Und hat dann ihre Klumpen da reingestellt. Mir wurde fast schlecht. Das ist voll eklig. Das ist ja, boah, widerlich. Dirk, du musst auch langsam mal einsehen, dass Sahne auch wirklich gut ist. Und außerdem verdiene ich jetzt mein Geld damit. Ja, ja, toll. Ach, ist das schön und angenehm. Es fehlt nur noch meine Sahnemaske, die ich gleich machen muss. Was ist los? Sahnemaske zur Erholung. Weißt du was? Diese Sauerei hier. Hier hast du deine Sahnemaske. Sag mal, spinnst du? Boah, ey. Aber irgendwie? Jetzt habe ich mich ja aufgeregt, dass Dirk mir die Tasche ins Gesicht geknallt hat. Aber gut, habe ich halt die Sahnemaske schon mal. Am Nachmittag. Dani und Dirk werden für die nächsten Fotoshootings in einem Fotostudio erwartet. Die Sahne-Queen ist schon total gespannt, was auf sie zukommen wird. Hallo Marius. Hallo Dani, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hallo. Hallo Dirk. Dani, ja? Wir fangen jetzt mal an. Ich gebe dir das Kostüm. Okay, was ist das für ein Kostüm? Das Kostüm ist Saturday Night Fever. Und heute haben wir vor, aus Saturday Night Fever machen wir heute Saturday Night Sahne, ja? Ich gebe dir jetzt noch die beiden Flaschen Sahne. Okay. Die dürfen natürlich nicht fehlen, nee, richtig? Natürlich nicht, genau. Dann bitte ich dich jetzt einmal in die Umkleide zu gehen, das Kostüm anzuziehen. Dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Alles klar, das super. Kannst du schon mal bequem machen. Ja, dann schieß dich mal da rein. Ja, ja, mach ich. Saturday Night Fever habe ich ja eigentlich noch nie gesehen. Aber Saturday Night Sahne werde ich schon hinkriegen. Doch erstmal muss ich Dani in das Kostüm schmeißen. Bin ich mal gespannt, wie das Fräulein gleich aussieht. Oh ja, das sage ich dir. Hi, hier bin ich. Ist das nicht schick? Eieiei. Genau so habe ich es mir vorgestellt, Dani. Top. Ja. Sehr schön, gefällt mir gut. Guck nicht so komisch. Ja? Nee, finde ich klasse. Ja, Dani sah ja auch in ihrem Saturday Night Sahne-Kostüm aus wie so ein zu kurz geratener Clown. Also total zum Beömmeln. So, dann denk daran, die Sahneflaschen, das sind deine Armverlängerungen. Okay. Genau. Und dann nimmst du die schön mit ein und machst diesen bekannten Step, okay. Ja? Gut, ich versuch's. Ich versuch's. Ich schau mir das mal an. Bitte. Doch Dani kennt den Film nicht und auch nicht den Tanzschritt. Die Sahnefreundin bekommt die Bewegungen einfach nicht hin. Marius ist kurz vor Verzweifeln. Er will unbedingt ein dynamisches Bild. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Auch nach einer halben Stunde gibt es noch kein brauchbares Foto. Also die Tanzkünste von Dani, die waren ja sehr bescheiden. Und wo sie da rumgezappelt hat, da dachte ich schon, hoffentlich kriegen wir das noch irgendwann hin. Dann, ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle ab. Das gefällt mir gar nicht. Philipp, bitte einmal aufhören. Ich würde vorschlagen, Jungs, kommt einmal nach vorne, bitte. Ja. Wir zeigen ihr das einmal, wie es geht. Weil so gefällt mir das wirklich noch nicht. Tut mir leid, Dani. Ja, ist okay. Wir zeigen dir das einmal. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. Gut. Okay. Also,
der rechte Fuß zurück und die rechte Hand auch und dann ganz locker nach oben. Marius gibt alles, um das Foto zu bekommen, das ihm vorschwebt. Dani muss üben, üben, üben. Der Fotograf ist zwar auch kein geborener Tänzer, aber mit vereinten Kräften bekommen die Jungs es hin, Dani den Schritt beizubringen. Genau, das gefällt mir sehr gut, Dani. Da musste ich dann irgendwie noch helfen da und habe mich dann dahingestellt und den Schritt vorgetanzt, damit es dann einigermaßen klappte, damit dieses komische Foto wenigstens im Kasten war. Sehr schön, das gefällt mir gut, Dani. Genau so habe ich es mir vorgestellt, wunderbar. Herr Fotograf, haben wir ein schönes Bild dabei? Alles gut, ja? Genau, ja. Dann würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle brechen wir das ab. Vielen Dank. Ich bitte dich einmal in die Garderobe. Da haben wir schon ein neues Kostüm für dich bereitgelegt, dass wir gleich direkt weitermachen können mit dem nächsten. Mhm. Dann bitte ich dich jetzt einfach da hinzugehen und mit dir schaue ich mir dann die Bilder an. Ja, Philipp? Ja, machen wir. Super. Alles klar. Dann bis gleich. Ciao. Ja. Und? Ich nehme dich mit in meine Welt. Und ich